Auf dem Berg könnten aber hier sein. Hier links sind, glaube ich, keine mehr. Oder sind da links noch welche? Ich guck mal kurz nach. Nee. Das da oben war die andere Mine, ne? Ja. Die ist aber am Arsch. Voll am Arsch ist die. Okay, die sind tot. Ich bin auch fast tot. So ist zum Thema Snappers sind kein Problem. Sagen wir, sie sind ein weniger großes Problem als noch am Anfang des Spielens. Das sind ein Haufen Blutfliegen. Ach, da sind nochmal Snapper. So, ich habe gerade eben 5 Snapper gekillt, aber diese 4 Blutfliegen werden mich töten, natürlich. Spiel! Ich hasse dich! Ja, da oben die Snapper muss ich noch wegmachen. Ja, nur wie mache ich das jetzt? Wenn einer kommt, kommen ja alle, ne? Oder? Einer noch? Ne, zwei noch. Was rede ich denn? Zählen ist schwierig. Ich meine, bis drei Zählen ist eine Sache, bis zwei Zählen wäre eine ganz andere. Schaffe ich auch nicht mehr. Aber ich muss eh noch an andere Orte gehen. Ich komme nachher wieder und töte die mal. Haltet einfach durch, okay? Einfach nicht sterben. Zur Not ladet einfach wieder. Mach ich doch auch. Da muss ich längs. Aber da sind die Blutfliegen. Und Wölfe. Aua. Ah ja, gut. Ah, noch 7 Lebenspunkte. Passt doch. Noch 7 solide Lebenspunkte. Sieht da jetzt kein Problem. Hat ihr da Leute jetzt hingestopft? Nee. Die Kisten werden da wahrscheinlich verrotten. Bin nicht ganz sicher, wie er die abholen will. Er hat jetzt nicht so viele Männer, die er noch rausschicken kann, und offensichtlich taugen seine Männer auch alle nichts. Von daher schwierig für ihn, würde ich jetzt mal spontan sagen. Schwierig. Nehmen noch die Heilpflanzen mit, die ich mir nicht holen durfte, weil der feine Herr Diego den langen Weg nehmen wollte. Gut, ich sollte froh sein. Es gab einen Haufen Erfahrungspunkte und zwei Level-Ups unterwegs. Habe ich den ersten Level-Up nicht schon am Anfang bekommen? Weiß nicht so genau. Ich habe nicht aufgepasst. Und ich glaube, es ist auch nicht im Stream drin, aber in den Videoaufzeichnungen. Genau deswegen nehme ich alles auf. Ja. So bin ich zu euch. Und ich gebe mir nichts zurück. Ist halt enttäuschend. Gut, ist nur. Nein, ist niemand da. AMX war da. War noch so ein komischer anderer Typ da, aber der ist auch schon wieder gegangen. Wollte nur wissen, was geht. Als sie gesagt hat, der Stream ist schon wieder gegangen, hat sie gedacht, Alter. Das war nicht das geheime Codewort, das du sagen musst. Ich verpiss mich. Mach's gut, du Spack.
So, wie bin ich denn jetzt, laufe ich denn da jetzt? Ich würde erst so gern zur alten Mine, um da mit den Leuten zu reden, bevor ich dann dahin gehe, wo ich jetzt hingehen müsste. Ich weiß ja, wo ich hin muss, so grob. Ah, die alte Mine ist ja nicht meins. Da kriege ich wieder lachende Gesichter im Chat. Jetzt lachen sie mich auch noch aus. So selbstlos, wie ich euch bin, ihr lacht mich aus. Es trifft mich hart. Das ist wirklich schlimm. Alles, was ich von euch verlange, ist Equipment im Wert von 2 Millionen Euro. Was kriege ich von euch? Lachende Gesichter. Mein Herz blutet. Durch meinen ganzen Körper. Wäre auch schlecht, wenn sie es nicht tun würde. So, noch diesen unglaublich wertvollen, schweren Ast holen. Kann ich da langlaufen? Ja. Dies kann ich tun. Ah, ja. War nicht in irgendeinem Wasserfall auch mal eine Höhle? Ja, aber da ist ein Lurker drin. Schaffe ich möglicherweise jetzt gerade nicht in meinem Zustand. Och, die schnappen einen überall, dieses Schnapper. Das ist der Wahnsinn. Oh. Und ein ganzes Rudel. Das Wasser ist sehr laut. Sehr lautes Wasser. Kein stilles Mineralwasser. Oh Gott. So, alte Mine, ja, hallo. Hab sie wieder ausgebuddelt, nachdem sie eingestürzt ist. Die gar nicht eingestürzt war. Wir werden hier so lange ausharren, wie Inos sein Licht über uns hält. Hä? Ja. Das waren meine Erfahrungspunkte, du Wichser. Können die auch leveln? Ich weiß es gar nicht. Können die aufleveln? Kann ich da hoch? Nein. Okay. Oh. Da ist ja ein Fisch drin. Hallo, ich möchte meinen Fisch. Danke. Hey, du, mit Inos Hilfe. Wieso liegt da hinten Fell rum? War hier irgendwann mal Jäger? Nicht so wirklich. Keine Ahnung. Verpasst schon, würde ich sagen. Da liegen schon wieder Gräber. Hauptsache Zeit, Gräber auszuheben. Ne? Ich meine, ich muss immer noch gucken, ob man eine Innerstatue, wenn man Geld spendet. Ich glaube, man kriegt da Leben dazu. Hey, du klaust mir schon wieder meine Erfahrungspunkte. So, naja, viel habt ihr ja nicht mehr aus der alten Mine gemacht, ne? Viel haben sie ja nicht mehr hier hingebracht, du. Rechts und dann einfach nur links. Haben sie aber keine Mühe gegeben. Vor allem, weil die Aluminium gar nicht mehr eingestürzt war. Das war nur eine Lüge, wie man gesehen hat. Als ich rein bin und alle umgebracht habe.
Schinken, Bier, Spitzhacke, Sträfling, Grimms, hey, Grimes. Du? Wer hätte gedacht, dass wir uns nochmal wiedersehen würden? So wie es aussieht, haben wir es wohl beide verstanden, am Leben zu bleiben. Und wie du siehst, bin ich dem Schürfen treu geblieben. Wie viel Erz habt ihr bereits gefördert? Ein paar Kisten, aber davon ist nichts mehr hier. Paladin Markus hat beschlossen, das Erz zur Burg zu bringen, weil wir dauernd den Angriffen der Orks ausgesetzt waren. Willst du nicht das Tal verlassen? Nein, ich werde weiter Erz schürfen. Ich lasse mich doch nicht von so ein paar Orks daran hindern. Ich habe schon ganz andere Sachen erlebt. Damals, als wir noch in der alten Mine geschürft haben und auf einmal das Wasser hereinbrach. Aber das sind alte Geschichten. Was macht die Arbeit? Dieser Fels ist verdammt hartnäckig. Fast so, als würde er sich dagegen wehren, dass wir uns das Erz holen. Weißt du, welchen Weg Markus genommen hat? Er hat nicht den direkten Weg genommen. Stattdessen wollte er den Fluss dort überqueren, wo er gefroren ist. Er wollte einen Bogen schlagen und sich der Burg von Westen her nähern. Ich weiß doch schon, wo er rumeiert. Aber hey. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Könnt ihr mal aufhören, meine Gegner zu töten? Das macht man nicht. Weißt du, wie viele 100 Erfahrungspunkte das sind? Das ist doch mein perfekter Charakter dann, den ich hier betrieben habe, weg. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Warte mal. Mit Ihnen. Sehr gesprächig, die Leute. Ich glaube, mit Inos Hilfe werden sie durchhalten. Ich würde sie ja totschlagen, aber... wo der Fluss gefroren ist. Ist doch eine Lüge. Jawohl, da oben ist er geflogen. Da oben ist der Fluss geflogen. Vielleicht ist er auch gefroren, wer weiß das schon. Da ist natürlich wieder Nachmittag. Da sind zwei Büsche, damit man die Höhle nicht sieht. Halt! Wer da? Du bist doch nicht gekommen, um mich wieder in die Erzmine zurückzuschicken. Da muss ich dich leider enttäuschen. Ich gehe nicht mehr zurück. Du bist ein entlaufender Sträfling, stimmt's? Du merkst aber auch alles. Glaubst du denn, ich würde mich sonst in diesem Dreckloch verkriechen? Der Braten riecht gut. Finger weg. Was ist los mit dir? Das fragst du noch? Guck dich doch mal um. Diese verdammten Lurker haben den ganzen Fluss in Beschlag genommen, seit ich hier bin. Erst waren es nur zwei. Seit gestern habe ich mindestens 5 gezählt. Keine Ahnung, wie ich hier jemals wieder rauskommen soll. Hast du schon versucht, zum Pass zu gelangen? Bin ich denn wahnsinnig? Mich kriegen hier keine 20 Soldaten wieder raus, solange die Viecher da draußen sind. Ich hasse die Biester. Wenn ich sie schon rieche, dann kriege ich Schweißausbrüche. Und dieses ständige Gegluckse, das einem das Blut in den Adern stockt. Wenn du dir von denen das Fell abziehen lassen willst, dann tu dir keinen Zwang an. Was würde ich von dir bekommen, wenn ich die Biester töte? Nun ja, es würde schon reichen, wenn die Lurker vor der Höhle verschwinden würden. Ich habe einen Brocken Erz gefunden. Den würde ich dir dafür geben. Die Lurker vor der Höhle sind weg. Großartig. Jetzt kann ich wenigstens wieder durchatmen. Hier hast du das versprochene Ding. Gehst du jetzt über den Pass? Vergiss es, Mann. Wenn sie mich erwischen, muss ich wieder in die Minen. Ich gehe hier nicht weg. Dann halt nicht. Leichter Fisch, was? Kisten. Verarschen einen immer wieder. Ich
Immer wieder, aber leichter Fisch. Klingt wie ein Fisch, den ich einfach rausnehmen kann. Aber vielleicht auch nicht. Na warte, du Mist. Oh mein Gott, wie brutal. Ihr habt ja nicht mal was. Aber hey, ein paar Erfahrungspunkte, die einfach verdient sind. Oh Mann, mein Kopf. Lass mich in Ruhe, du Brutal. Hey. Oh Mann, mein Kopf. Lass mich in Ruhe, du Brutal. Ich weiß, sie haben später noch eine Quest für mich. Red nicht mit mir. Habe ich vergessen dabei? Wahrscheinlich ja, ne? Aber dreimal sogar. Und heiliges Licht. Aber ich glaube, wir haben später keine Quest mehr für mich, aber ich bin mir nicht sicher. Sie dürfen vorher nicht unzusammengeschlagen weiterleben. Ist ja eh egal, ich meine. So, wir haben fast das Minental abgehakt. Abgehakt haben wir es. Also als Meister Diego abgehakt, aber ist natürlich gelogen, weil ich habe die Erfahrungspunkte dafür bekommen. Dementsprechend muss ich es ja auch gemacht haben. So. Da waren noch Leute, die mir jetzt hoffentlich einfach mal nichts tun. Hoffentlich. Halt, bleib stehen, wo du bist. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engrom. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall. Warum tut's dir um Engrom leid? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen. Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so. Jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön. Das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Horn der Stunde. Irgendwie habe ich jetzt doch was zu lang, das zu lernen.
Wie sieht's aus? Erschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker.